Moin moin Leute und damit herzlich willkommen mal wieder zurück bei Minecraft Adventure Maps. Ja, wir sind nun schon fast ein halbes Jahr her. Wir haben hier in der Theorie immer noch Minecraft Trap Adventure. Allerdings ist die Map bei mir irgendwie ein bisschen broke, deswegen konnte ich die nicht mehr weiterspielen. Da ging es irgendwie mit der Quest nicht mehr weiter. Ich habe da so ein bisschen rum experimentiert, ein paar Testaufnahmen gemacht und so. Da lief irgendwie nichts mehr. Ich werde mir vielleicht nochmal die Map neu runterladen und das dann nochmal probieren und da dann nochmal einen neuen Part machen. Das weiß ich aber noch nicht ganz genau, ob ich das machen will. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das vielleicht mache, habe ich eine andere Map gefunden, und zwar The Tourist für die 1.18.1. Alles, was ich weiß, ist, dass es eine Adventure-Map ist, die vielleicht ganz nett sein kann. Und wir gucken einfach mal rein. Okay, mit eigenem Texture-Pack, holy shit, was ist das denn? Okay, wir sind im Room, wo wir die Einstellungen machen müssen. Zuallererst mal Set the Brightness to Bright. Alter, das Texture-Pack ist nice. Sieht zumindest erstmal geil aus. Helligkeit ist hell, gut. Set the Render Distance to at exactly 12. Exactly 12. Take this torch if you're using the Dynamic Light Feature. Gibt's das schon so eingebaut, auch ohne Shader Dynamic Light? Das habe ich jetzt nicht vorher irgendwie mal geguckt oder so. Ja, wir werden es ja dann sehen. Ich habe es auf jeden Fall erstmal dabei. Das kann ja nicht schaden, oder? Gut, start the adventure. Oh Gott, ich muss wieder auf Deutsch vorlesen. Quatsch. Alter, 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 das ist laut. Das ist sehr laut. Okay, das muss ich ein bisschen leiser machen. Das ist sonst viel zu laut. Okay, ich muss hier wie in The Legend of Heroes scheinbar auf Englisch vorlesen. I've fallen asleep in the bus again. The group must have left for a sightseeing tour. And they left me alone here. Nice start for a holiday in Paris. And the weather sucks. Okay, gerade frisch angekommen in Paris. Scheinbar mit dem Bus gefahren. Don't talk to the driver. Okay, machen wir nicht. Was ich aber auf jeden Fall machen sollte. Ich sollte automatische Springen ausmachen, weil das nervt. Kann ich das irgendwo ausstellen? Achso, ja. Gut. Ich meine, sieht erstmal nice aus, oder? Es regnet aber auch sehr viele Blitze. I will manage to find them. Okay, exit. Jetzt ist die Frage, ich schätze mal nicht, dass wir in diese ganzen Häuser hier reingehen können. Nee, Eisentüren. Keine Chance. Gut, ich laufe einfach mal da lang, wo die Schilder lang zeigen. Das wird, denke ich mal, der richtige Weg sein. It's so quiet, that's weird. Arid Envers. Ja, das ist... das. Alter! Alter, ich muss das noch leiser machen. Also, das ist natürlich für die Atmosphäre geil. Aber ich packe ja auch ein bisschen Hintergrundmusik und die hört man ja gar nicht mehr, wenn es so laut blitzt. Looks like the city has been deserted. Das ist auch das zweite, was ich im Trailer gelesen habe, da auf der Seite. Man ist hier irgendwie ganz alleine. Das ist eine Geisterstadt. Was ist hier passiert? Wo sind die anderen Leute? The end is near. Repent. These signs are a bit scary. Und ich habe das Gefühl, dass das Wetter nicht leiser wird, egal wie leise ich Wetter stelle. Deswegen lasse ich es jetzt einfach. Save our souls and the storm. God abandoned us. Gott hat uns verlassen. Something's wrong here. If God decided to clear things up, I think he forgot someone. Arid place des Grand Thomas. Oh Gott, viel zu lange kein Französisch mehr gesprochen. Ich hatte das ja in der Schule mal, aber ist schon lange her. Ah, it had to be me. Just during my holiday. Alter, aber krass, wie viel Aufwand war das einfach, das zu bauen? Oder hat er das mit World Edit gemacht? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. I'd like to know what's going on here. Finally, all these rumors about the apocalypse were maybe not just the raving of fanatics. I should have worn a keyway. It looks like the sacred core over there. Oh Gott, diese Aussprachen. And I'm getting hungry. I hope there's something left to eat. Thank God, a grocery. Oh, the Lycées de Montmartre. No credit, especially before the end of the world. Newspapers. Okay, hier haben wir eine Zeitung. Help yourself. Essen, geil. Nehme ich doch dankend an. Okay, wollen wir in die Newspapers reinschauen? Les Parisiens, Apocalypse Now. Religious
Authorities are definitive. The end of the world is tonight at 7:45. Raincoat. Oh! Federfall und Schutz. Den ziehe ich gerne an. Okay, jetzt können wir nicht mehr ganz so nass werden. Jetzt haben wir unseren Raincoat hier an. The end of the world. No need to try to find the others now. If I want to shed light on this situation, I think a church is the best place. Ach so. Okay, wir gehen in die Kirche und beten hier. To find informations on the apocalypse. Ah, stairs. Vielleicht ist aber auch gewollt, dass man wirklich nichts außer einen Sturm hier so wirklich hört. The Tourist, an adventure map by StartoCrafter, updated to 1.18.1 version by Kaiserlight. Ja, genau, das sind hier. Die wollten auch nochmal, dass man denen irgendwie Credit gibt. Deswegen schreibe ich den Namen der Adventure Map mit den Machern einfach nochmal in die Beschreibung, damit ich keinen Stress kriege oder so. Aber den Download-Link, den kann man sich dann auch selber raussuchen, finde ich. Translated from French by Gloof. Achso, das war ursprünglich auch tatsächlich eine französische Map. Tested by Jeliel. Okay, und da geht der Spaß, glaube ich, erst so richtig los. War in einer großen Kirche. Cardinal Gebert Street. Ja, ich versuche das jetzt gar nicht alles. Main Entrance, wir gehen einfach rein. Crypt Subway. Ne, wir gehen in die Kirche. Please ask the Organist for further information. He must be rehearsing in the left side of the church in Cardinal Gilbert Street. Opening hours 9 to 19. Ach, wir kommen hier so gar nicht rein. The church is closed for good because of the apocalypse. Okay. In the left side of the church in Cardinal Gilbert Street. Okay, ja, dann müssen wir hier lang. Oder das hier ist ja der Crypt Subway. Da sollen wir, glaube ich, noch nicht rein. Crypt Infernal Machine. Was zum Geier kommt hier noch alles auf uns zu? Ticket Office is closed. Da ist kein Mensch. Ja, um da reinzukommen, müssen wir ein Ticket irgendwie... Brauchen wir ein Ticket. Aber da wir das hier nicht haben, muss ich jetzt erst nochmal gucken, wo ist denn diese hier Gilbert Street? War die nicht hier hinten irgendwo? Cardinal Gilbert Street, genau. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier lang gehen. Kann es nicht... Warum mache ich keine Geräusche? Okay, jetzt mache ich schon ein bisschen mehr Geräusche, aber es ist immer noch so verdammt leise. Aber ich glaube wirklich, das soll so sein. Das ist einfach Atmosphäre. Left Side Entrance. Komme ich hier vielleicht rein? Ne, wahrscheinlich auch nicht, ne? Stage Door? Digga, ich habe voll Angst, dass das hier irgendwie so eine Horror-Map ist. Es wirkt irgendwie wie eine Horror-Map alles hier. Nicht, dass hier gleich noch voll abgeht. Listen close. Encounters of the third mob. Adios, devotes. I've been hired on Deep Purple's Apocalypse Tour. Do what you want with the organ. Yo, the organist. Joe, the organist. Play close encounters of the third mob. Light all the torches to open the organist's cloakroom. A wrong note and all the torches will go off. Oh, ich muss hier Piano spielen, oder was? Alter, was? Muss ich mir das jetzt... Ich kann nicht so ganz... Muss ich das jetzt wirklich vom Hören her wissen, was wann spielt? Dünn... Warte mal, also erst der. Also, eins... 3 1 3 1 2 4 1 wenn ich mich nicht irre 1 3 1 2 4 Warte mal, das sind doch aber 5 hier. Oh Gott, warte, ich muss das an den Tönen erkennen, was ist.
dö, 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 also dö. Warte. Du Scheiße, ach du Scheiße. Warte mal, gibt's für den dritten hier überhaupt einen Knopf? Warte mal, für die. Das. Dieses Dö, dieses erste, das gibt's hier überhaupt nicht. Aber vielleicht bin ich hier auch total falsch. Vielleicht mache ich hier gerade einen riesigen Fehler. Wir gehen mal irgendwie aufs Dach. Ich glaube, wir sollen hier noch gar nicht sein. Aber trotzdem, hilft dir alles nichts. Okay, es regnet nicht mehr. Das ist ganz nice. What the fuck, was ist das denn da? Fahren wir da noch mit der Achterbahn oder was? Ja, aber krasse Kirche auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier ist gar nicht richtig. Ich hoffe es jetzt einfach mal, weil sonst ist dieses Rätsel echt nicht so einfach zu lösen. Weil dieser erste Ton, der ist da irgendwie nicht. Warum ist da eine Kuh? Hat das einen bestimmten Grund oder ist das wirklich einfach nur komplett random? Okay, ist eigentlich, glaube ich, mehr oder weniger eine random. Hier spawnen halt einfach Tiere. Hier bin ich doch nicht richtig. Ne, hier bin ich auch, glaube ich, echt nicht richtig. On the left side of the Dingsbum Street hier. Also eigentlich hier auf der linken Seite irgendwo muss doch diese Information da sein. Warum habe ich die denn noch nicht gefunden? Du kommst doch überall, wo Eisentüren sind, tendenziell nicht hin. Aber hier komme ich ja auch nicht weiter, oder? Hier unten irgendwie. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich hier so ein bisschen was machen. Warte, oder? Geht das überhaupt? Nee, da komme ich ja gar nicht hoch. Da hat er schon wieder irgendwelche Barriereblöcke hingemacht. Ja, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen knobeln hier, wie man hier weiterkommt. Ich wette, die Hälfte von euch hat es schon sofort gerafft und ich bin hier gerade nur wieder der Dumme. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Alter, ich habe auch nicht ewig viel Essen, ne? Ich muss mir das auch ein bisschen irgendwie aufsparen. Was ist denn hier? Rezeption. Back in 5 minutes or never. Restaurant. Okay, hier gibt es vielleicht noch ein bisschen was zu essen. Have you booked your table? Nein, habe ich nicht. Aber bei einer Apokalypse interessiert es, glaube ich, auch niemanden mehr. Ach, ist ja geil gemacht hier. Ist eine Schlange. Hier kommt man wahrscheinlich... Doch, kommt man. Hier kommt man tatsächlich rüber. Hier könnte ich vom Kuchen vielleicht essen. Das sind Crafting Tables. Und hier sind Stände, die, obwohl nichts drin ist, irgendwie trotzdem rauchen. Das wusste ich auch nicht, dass das geht. Ja, alles in allem hier ein ganz nice Restaurant. Leider weiter nichts zu essen hier. Und hier kommt man zu den Apartments. 237 sollte man auf jeden Fall avoiden. Jetzt will ich aber in 237 gehen. Und jetzt... Watch for Herobrine. Oh Gott. Haha. Warte mal. Ist das schon alles? Okay, ich habe gedacht, das wird gruseliger. Netter kleiner Jumpscare, wenn ich das mal so nennen soll. Ich habe wirklich gedacht, hier kommt jetzt irgendwie ein Herobrine oder so. Lässt sich doch bestimmt auch programmieren in so einer Minecraft-Adventure-Map, aber trotzdem ganz geil gemacht. Okay, aber ich bin hier falsch. Ich bin hier falsch. Hier muss es irgendwie auf jeden Fall noch woanders weitergehen.
Oder muss ich vielleicht doch die Piano-Musik hier spielen? Das ist das Einzige, wo ich irgendwie sehen könnte, wo man weiterkommen könnte. Aber warum sind denn hier 5? Each correct note lights one touch. Ich sehe aber irgendwie nicht, ob hier... Okay. Okay, das ist der erste. Okay, warte. Ja. Das 1, 3, 1. Nee, falsch, warte. 1, 3, 1. Du. War das nicht richtig? Ich glaube, dass das eigentlich richtig gewesen sein müsste, weil jetzt leuchten die Fackeln auch nicht mehr. Jetzt leuchten die Fackeln gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es gespielt. Die Frage ist, was genau es mir gebracht hat. Alter, das ist so eine fette Kirche. Holy shit. Junge, wie viel Arbeit das gebraucht haben muss. Ja, aber was genau hat es mir jetzt gebracht, das zu spielen? Ich glaube, ich habe es richtig gespielt. Ah, der ist noch nicht offen, der Raum. Irgendwie kann es doch nicht richtig gewesen sein. Aber warum leuchten die Fackeln jetzt nicht mehr? Habe ich irgendwas kaputt gemacht oder so? Ach so, weil das auch einfach falsch ist. Du. Das müsste eigentlich richtig gewesen sein. Ich bin mir sicher, dass das richtig ist, oder nicht? Aber warum leuchten die Fackeln jetzt nicht mehr? Den braucht man gar nicht, den einen. Warum geht er nicht auf? Ich bin mir sicher, dass hier jetzt mindestens einmal die richtige Kombination dabei war. Warum geht er nicht auf? Ach shit, Mann. Oh, warte. Dö. Nee, warte. Dö. Das war richtig, komm. Jawohl, okay, jetzt haben wir's. Alter, das hat lange gebraucht. If you're here, you're groovy, baby. Adios and happy end of the world, Joe the Organist. I give you the key to my apartment in the... Oh. Sag mir, das ist 5x237 wieder. Okay, wir haben Organist Apartment Key. Und damit würde ich sagen, sind wir ein erfolgreicher Pianist gewesen in diesem ersten Part. Falls ihr Bock auf weitere Folgen habt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten wie immer, bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute. Und ciao.